So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zum heutigen Video zu Krass Kariert. Das Spiel hat mich, als ich das erste Mal gespielt habe, krass an eine schicke Variante von Tichu erinnert, die auch gut schon zu dritt funktioniert. Ich habe es jetzt auch tatsächlich schon in verschiedenen Spielerzahlen gespielt. Auch einmal in einer Vollbesetzung mit 5 Spielern. Da, also hier kriegt man 10 Karten auf die Hand, bei 5 sogar nur 7. Und da hat es mir nicht so gut gefallen. Da kam es auch in der Runde nicht gut an. Es ist jetzt auch nicht so krass tiefgehend wie zum Beispiel eben Tichu, aber schon so ein nettes Spiel, das man durchaus runterspielen kann. Wir zeigen jetzt einfach mal, wie das grundsätzlich funktioniert. Jeder Spieler bekommt 10 Karten auf die Hand und 2 so Reservekarten. Diese Karten haben wir am Anfang ausgeteilt bekommen. Die kann man im Prinzip gleich so auffächern, auf die Hand nehmen. Man darf sie nämlich einfach nicht umstecken. Das heißt, ich habe die jetzt so auf der Hand, wie ich sie hier auf der Hand habe. Und es gibt hier so eine Liste quasi, es ist wirklich so ein bisschen ne, Tichu ähnlich, oder es gibt auch andere Spiele, die so von dem Grundprinzip her funktionieren. Sprich, ich kann am Anfang, wenn ich rauskommen will, eine Karte ausspielen, die anderen müssen dann entweder eine höhere Karte spielen, oder wenn ich eine einzelne Karte ausspiele, müssen sie halt eine Zweierstraße spielen, das heißt eine 2-3 oder eine 10-11 oder eine 7-8, wie auch immer. Oder darüber würde dann halt noch ein Paar gehen, sprich ne, 2 gleiche Karten, darüber eine Dreierstraße, die aus 3 aufeinander folgenden Zahlen besteht, 10, 11, 12 zum Beispiel. Und ein Drilling ist quasi das Höchste. Da habe ich also dreimal die gleiche Karte, gewinne ich wahrscheinlich auf jeden Fall die Runde. Außer ich habe so Spezialkarten auf der Hand, die es auch noch gibt. Da gibt es eben so Stoppkarten. Wenn man die spielt, dann ist die Runde sofort zu Ende. Man selbst hat gewonnen. Wenn man so eine Karte mit 3 Karten drauf spielt, dann muss derjenige, der den Stich gewinnt, 3 Karten ziehen. Und das X ist quasi einfach ein Joker. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal los. Und ich komme einfach mal raus. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich spiele einfach mal ganz locker flockig die 1. Jetzt, der nächste Spieler muss halt drüber kommen, was in dem Fall überhaupt kein Problem ist. Man kann eine Karte aufspielen, vielleicht denkt man sich auch, hiermit kriege ich eine Killer-Kombo hin. Dann kann er auch stattdessen eine Karte aufnehmen. Das ist kein Problem. Sobald ich nicht überbieten kann und auch keine Karte mehr aufnehmen kann, habe ich die Runde verloren. Dann muss einfach meinen 3 Chips abgeben. Wer zuerst einen Chip abgeben müsste und das nicht mehr kann, der hat das Spiel verloren. Oh, 12. Da gehe ich doch mal mit einer mit ein paar drüber. Oh. Und der Trick ist eben halt, weil ich die Karten nicht umstecken darf, dass ich die Karten so spiele, dass ich immer coole Kombinationen zusammenbekomme, wenn sie nicht eh zufällig als coole Kombination auf der Hand sind. Ich 10 nehmen, das rübergehen. Und die Stiche sind auch komplett egal. Die können wir auch auf einem Haufen sammeln, weil es ist komplett egal, wer die hat. Das ist eben nur wichtig, dass man am Ende keine Karte. Also jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich spiele mal hier das Elva-Paar aus. Da kann man nur mit einer Dreierstraße und einem Drilling drüber oder halt mit einem höheren Pärchen. Da kommt die Dreierstraße. Ja, ich kann nicht. Dann musst du eine Karte aufnehmen. Die darf ich aber einsortieren. Die darfst du jetzt tatsächlich einsortieren, wo du möchtest. Sprich, das kann wirklich manchmal ein taktisches Element sein. Jetzt hat Willi auch nur 3 Karten auf der Hand. Das ist, und die kann er alle spielen, weil es 2 Joker sind. Und da kann man jetzt tatsächlich sagen, das wäre auch zum Beispiel ein Drilling. Und ich komme da auch nicht drüber. Dann komme ich. Dann kommst du. Und das kann ich jetzt überbieten mit dem Drilling. Und dann meine letzten beiden Karten ausspielen. Kommst du drüber, du bist der Letzte, der Karten hat, das heißt, jetzt müsste meine Mutter einen Chip abgeben. Und wie gesagt, wenn irgendwann mal jetzt zum Beispiel in den nächsten 2 Runden auch verlieren würde und würde jetzt nochmal verlieren, könnte keinen Chip abgeben, dann wäre sie raus. Das Schön ist dabei ist natürlich, dass man dann keine Punkte zählen muss. Genau, man hat einfach, genau. Ist einfach vorbei, muss nicht zählen. Wie gesagt, es hätte noch diese Karte gegeben, wenn die Karte halt gezogen wird und das hier wäre zum Beispiel irgendwie meine Hand. Dann müsste ich, wenn ich die halt in den Stich bekomme und ich gewinne den, dann würde ich jetzt da Karten ziehen und zwar einen nach der anderen. Die könnte ich jetzt halt einsortieren, wo ich möchte. Das heißt, ich könnte sagen, die hier hin, oh, die 4 vielleicht hier, weil vielleicht bekomme ich noch eine 2 oder so dazu. Ah, eine 12 ist doof. Also ich, das ist jetzt natürlich super doof gewesen, weil ich konnte mir keine coolen Kombinationen bauen. Aber vielleicht kann man sich gerade damit ein Drilling bauen oder so eine Dreierstraße. Das gibt natürlich nochmal Optionen. Ihr seht, diese Runden sind sehr kurzweilig. In der Regel ist der Zug, den man macht, auch ziemlich offensichtlich. Man sieht dann auch relativ schnell, wie man das so hinpuzzeln kann, dass man halt gute Kombinationen hinbekommt oder ob man das überhaupt hinbekommt. Es kann sein, dass die Karten wirklich so stecken, dass das einfach nicht geht. Dann weiß man eh schon mal verloren. Also das ist jetzt nicht, wie gesagt, das hat durchaus Ähnlichkeiten mit Tichu, aber in ganz, ja. ganz einfach und halt so zum nett runterspielen. Wir haben es heute Abend, wir waren essen in so einer Bierkneipe in Cuxhaven und mussten ein bisschen warten. Es war sehr voll.
Und da hat Ben gesagt, naja, wie es immer so ist, man hat ja was dabei, hat krass kariert ausgepackt, haben wir am Tresen gesessen, haben es kurz gespielt und das hat uns die Zeit vertrieben und das war cool. Ja. Also dafür ist es toll. Es ist sicher nichts, was man ganzen Abend lang spielen kann, das glaube ich auch nicht. Aber so als Absacker oder als Warmmacher ist es richtig gut. Also mir gefällt es gut. Ich möchte auch, dass es in Cuxhaven wohnen bleibt. Das kann, wie gesagt, Schichtspiele kommen in Göttingen nicht so gut an. Das wird wahrscheinlich hier in Cuxhaven bleiben. Und Okay. ja, das war's. Kann man, denke ich, auch ganz gut mit Jüngeren spielen. Ja. Eben auch so als Vorbereitung auf Tichu zum Beispiel, weil dann ist der Schritt dahin nicht mehr weit und das ist dann auch noch nicht so ganz kompliziert. Also das wird, offiziell ist die Altersfreigabe ab 10. Ich denke, Viel zu das wird hoch. mein Neffe auch ein bisschen früher Ja. spielen. Und ja, das, wie gesagt, jetzt müssen wir noch weitere Runden spielen, das alles nochmal mischen. Jeder kriegt wieder diese beiden Karten vor sich. Wie gesagt, diese Stoppkarte, wenn ich die spiele, einen Stich, ist ja sofort zu Ende. Auch wenn ich, also wenn du jetzt rauskommen würdest mit einem Stich, ich würde da halt Stopp drauf spielen, dann wäre Willi gar nicht mehr dran. Ich würde rauskommen, was ganz praktisch sein kann. Oder wenn ich irgendwie vier Karten auf der Hand habe, das letzte war ein Drilling, den ich aufspiele. Ich habe dann nur noch die Stoppkarte, kann ich sagen, hier Stopp. Oh, es wird schon Vorbei. vorbei, ich habe gewonnen, das war's für mich, ich bin raus. Und einen Joker habt ihr schon gesehen. Der kann auch jede beliebige Zahl annehmen. Man darf ihn nur nicht umstecken. Und das waren alle Karten. Die gehen von 1 bis 12. Und ja, das war einmal krass kariert im Schnelldurchgang, aber trotzdem hoffentlich komplett vollständig. Wir sagen vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald und tschüss. Tschüss. Tschüss.